Die Polizei hat bereits begonnen, zusammen mit der Bundespolizei links und rechts bereits den Verkehr auszudünnen, abzusperren. Ich gehe davon aus, dass das Gleiche auch in den Nachbarstraßen auf der rechten und auf der linken Seite genauso passiert. Der Demonstrationszug selbst ist noch nicht in Sicht. Ich gehe aber mal davon aus, dass es etwa noch 5 bis 10 Minuten dauern wird.